Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, a Fragmentary Passage. Und ja, ich freue mich weiter zu spielen. In der letzten Folge haben wir gegen diesen komischen herzlosen Schwabenboss gekämpft und sind in dieser komischen Welt hier gelandet, die irgendwie aus Spiegeln besteht. Und ja, ich meine, wir müssen ja alle von denen untersuchen, wenn ich mich nicht irre, und machen wir halt mal direkt. Oh, die Musik, ey. Schon wieder noch eine Woche her, seit ich das Spiel gespielt habe. Ich will ja nicht alles am ein Stück hier weg zocken. Und ich tue halt ja nur mal zweimal in der Woche, glaube ich, hochladen, aber wer weiß, das ändert sich vielleicht noch. Aus Green habe ich nichts gemacht, natürlich. Ich glaube, ich habe ihre Kleidung ein bisschen geändert, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal, werde ich ja sehen. Kann ich in die letzte Aufnahme gucken, also was, deswegen macht es das ein bisschen schwierig. Und okay, dann war erstmal wieder Sachen kaputt wegen, oh, will ich die Lichter hier ausmachen. Natürlich bin ich wert, ein Schwertmeister zu sein, glaube ich. Ich habe diese Kugeln im Birth by Sleep kaputt gemacht. Qualifiziert mich. Das sind Neo-Schattendurche, glaube ich. Ich glaube, irgendwie das Spiel wieder funktioniert. Oh. Ah, das Magika. Oh Gott. Stimmt, Profi. Die machen Schaden. Mann. So, Feuerkar. Oh Gott. Ich kann noch mal Abschlussangriff machen. Machen wir direkt. Prima Ballerina. Oh mein Gott. Er will noch. Aua. Schön. Phrase. Und hier, was jetzt? Ich sag euch nicht, da ausmachen ist eine blöde Idee. Oh nein, ah, mir fällt irgendwie so ein Konter hier, nachdem ich weggesteuert werde. Den bräuchte man noch. Ah, das Magika. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das? Ich habe gar nicht meinen Abschlussangriff, weil jetzt hier schön mein Abschlussangriff einsetzen, weil ich da geschützt bin. Ich muss sie sogar erst alle einsetzen, bevor ich irgendwie auch machen kann. Ich habe Multifokus, merke ich gerade. Tun echt Horden von Gegnern, ja. Managing, oh, der Schattenquasar. Ja, ich weiß die Namen von einigen Viechern. Ja, in Kingdom Hearts Freak sucht die Fanatiker. Aua, Nerd. Ich weiß Zeugs. Oh Mann. Oh, noch einmal. Oh, die Musik, ey. So schön. Sehr schön. Für einen Abschlussangriff. Kampf im Dunkeln. Halten geschnürt. Oh. Warum kann ich ranzoomen? Ich habe jetzt hier den Touch-Knopf gedrückt. Weil ich spiele so viele verschiedene Spiele und dafür wechselst du manchmal. Bei manchen Spielen ist Option halt schick Start und also Menü, und bei anderen Spielen ist halt ja dieser Touch-Knopf, und das bringt mich immer so durcheinander.
Sie gehen Neo-Schatten heißen die einfach nur. Okay, sie gehen Flammenkerne. Erreiche mit Aqua Stufe 60. Okay, das ist nur eine Frage Zeit. Meister Blitze, blitzbasierte, Eises Feuer, das ist alles mit Magie um Schienen zu erzeugen. Lege auf eine weite Strecke zurück. Das könnte ich da so schaffen, ne? Warte mal. Das war nicht genug. Wir sind schon aus, okay. Wer spricht da mit mir? Ist das Malefiz? Wer sollte denn jetzt mit mir irgendwie... Welcher weibliche Charakter sollte denn jetzt hier über Schlüsselschwerter reden? Was ist eigentlich nur Malefiz? Aber mein Fokus liegt sich auch auf. Hört sich ein bisschen an wie Aqua. Ich nehme an, ich muss jeden Spiegel hier absuchen, ne? Du bist zerschlagen, oder? Ja, du bist zerschlagen. Ha. Ja, kann ich nicht mehr rein. Kann ich auf den Tisch klettern, Aqua, bitte. So, ich habe so das Gefühl, wir müssen hier ein paar Schatten durch bekämpfen. Ist das? Und Schneewittchen hier, die Mine, den verkackten Zwergen, die ich nicht leiden kann, die einfach grundlos irgendwie voll unfreundlich zu Ventus waren. Ehrlich, die waren voll unfreundlich. Aber sobald irgendwie Schneewittchen reinkam, haben sie gedacht, boah, das ist eine Frau, boah, die müssen wir glauben. Die waren voll sexistisch, die blöden Zwerge, ich kann die nicht leiden. Oh Gott. Ich sehe ein Rätsel lesen. Ah, okay. Ah, okay. Ich dachte, ich muss das jetzt frei anmachen. Im Sinne von, ja, das ist nur unsichtbar, du musst darüber springen. Oh Gott. Nein. Man kann nicht abstürzen und Game Over gehen in Kingdom Hearts. Ich habe hier irgendwie was gesehen. Da war, glaube ich, nichts mehr. Was war das? Ich habe ein Kristall gesehen. Warte. Jetzt, wo ich hier so eingefunden habe, lass mich... Oh, da ist aber noch einer. Boing. Sich doch. Also Kingdom Hearts 3 genauso aufgebaut sein wird wie dieses Spiel, ne? Dann bin ich schon jetzt beeindruckt. Und hoffen wir, dass das Spiel irgendwann kommt. Wir hoffen es alle, ne? Irgendwann. Wir Die Hard Fans haben schon... Wir warten schon 10 Jahre und so, wir können noch länger warten. Wir können noch 10 Jahre warten auf das Spiel. Okay. Edge Badge, ich habe schon welche gefunden. Und nun? ja, und jetzt? Ich bin irgendwann verpasst von diesen Dingern, aber was muss ich hier machen? Ah, ich verstehe. Ich war ja okay, das ist schon gut. Ich verstehe. Er bewegt sich und ich muss jetzt anhalten, ne? Aha.
Ich bin schlau. Ich weiß nicht, ob ich diese komischen Kristalle einsammeln muss, aber ich werde meine Augen aus offen halten. Ja, schon für irgendwas wichtig sein, ne? Vielleicht kriege ich einen Erfolg danach. Wo beim Spiel das nur so ein paar Stunden geht. Nicht sagen, Erfolge oder Trophäen spornen mich da nicht so an. So, was sind denn die neuen Aufgaben, die ich freigeschaltet habe? Juwelenjäger, finde Strahlenjuwelen der Mine und die sieben Zwerge, in der die sieben Zwerge arbeiten, verbunden. Was mit dem mysteriösen Feld in der Welt das Spiel auf sich hat. Mehrzahl, oder? Mysteriösen Felsen. Oh Gott. Perfekte Lamente, oder? Nö. Ich könnte es darüber schaffen, aber... So das Gefühl, auf dem Ding ist da oben irgendwas, ne? Dann gucken wir mal, so funktioniert das auch. Oder? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Nö. Muss immer so machen. Und ich dachte. Kämpfe, ja, Kämpfe. Was seid ihr für Viecher? Vielleicht gegen Feuer oder Blitze. Oh Gott. Bin ich vielleicht erst heilen sollen. Dann hätte ich mich danach dann. Aber ja. Jetzt hier alle. Puff. Siege die Flatterringe. Sieht aber nicht aus wie Ringe. In diese Portable Magie sehr gut. Ich mich bewegen kann und überzaubern kann. Da hat man ja auch schon im Trailer gesehen von Kingdom Hearts 3, aber ist trotzdem interessant. Weil das kam ja eigentlich schon in Kingdom Hearts 2 vor, in der weisen Form. Ich glaube, in der Ding jetzt auch in der in eigentlich jeder Form, die Magie anwenden konnte in Kingdom Hearts 2. Das konnte man ja auch während der Bewegung irgendwie Magie einsetzen. Und das scheint ja auch ein Ding zu sein jetzt in, von hier kam ich. In Kingdom Hearts 3, weil da hat man auch irgendwie gesehen, wie Sora, wenn er sich bewegt hat, Blitz eingesetzt hat. Okay, da. Oh, halt. Nein. Mein einer fehlt mir nur noch, ne? Waren sieben Stück. Und ein Kristall. Edelstein oder immer. Whoop. Ich erinnert mir jetzt hier einer fehlt. Oh Gott. Weiter Knopf. Also könnte mir jetzt nicht antun. Ich habe jetzt mich so gut hier umgeschaut. Da geht noch da weiter, oder? Irgendwie nicht, wie ich irgendwas anders. Oh Gott.
immer Dinge weggemacht. Krass. Okay. Hier ist der Schatz. Hoffe ich mal. High Potion. Muss der letzte Edelstein kommen. Sieht schon so nach Ausgang hier aus. Menno, ehrlich. Schon wieder falschen Knopf gedacht. Eine Drehung während dem Kampf gegen Aquas Phantom aus. Ey. Voll gespoilert hier. Ist der letzte verkackte Edelstein. Gibt's da jetzt nicht. Ich den Offscreen suchen. Obwohl, kann ich ja nicht. Ich kann ja wahrscheinlich gar nicht mehr hier rein. Ah. Der macht das jetzt echt, ne? Gefährlich hier unter zu rutschen. Wenn ich hier nicht noch mal rein kann, dann muss ich halt noch mal ein Spiel schon laden oder irgendwie so was. Weil ich will das hier, wenn schon, alles hier abhaken. Was kommt jetzt? Ich habe mehr oder weniger jetzt schon gehört, gelesen. Is this what it means to face your demons? Only your heart is hollow enough to be a demon's. That's not true. My heart is strong. I'll prove it. Oh, Aquas Thema im Hintergrund. Ah, Gott. Ja, das war geil. Und du hast normale Kleidung an, mich nicht. Oh, ich kann da gar nicht mehr nachgucken. Oder? Ja, schon klar, Kontern ist hier angesagt. Keine Drehung eingesetzt, verdammt. Ja, das würde ich einige Sachen ja doch verpassen. Also ich kann halt noch mal machen. Terra, Ven, and now my own phantom. What could it all mean? Oh. Jetzt eiskalt kaputt gegangen, das blöde Teil, ey. Mann. Das heißt, ich kann mir einige Aufgaben gar nicht hier holen. Ich kann mir gar nicht alle holen. Also es gibt ein neues Spiel plus. Oh. Das sind Katzenohren, was? Hätte ich gerne gehabt. Oh, habe ich schon. Was? Okay. Ja, aber wird wohl
absehbar sein, dass ich hier alles bekommen kann. So, warte mal hier. Hi, ging nichts jetzt sofort von Eis ein. Ah, das ist gefroren. Guck mal an. Eiskar. Ups. Reich, meine Güte. Und nicht schlecht. Oh, geil. Ja. Ah. Aber derbe Schaden, ja. Noch nicht mal an. Aber ich glaube ich trotzdem. Ah, wuff. Weg bist du. Okay. Sind einige nur mit so random Kämpfe irgendwie gefüllt oder was? Und ich weiß, ich muss die Dinger wahrscheinlich gleich kaputt machen, aber. So, jetzt hat man eigentlich Sprachausgabe einstellen, nee, ne? Okay, normal ist halt nicht so. So, das war schon mit dem Raum. Ja. Kam ich nicht nochmal. Muss der Speicherpunkt, lass mich mal kurz heilen. Mein Fokus-Dingens, meine ich. Da. Bei die Klappe. So, hier ist noch ein kleiner Raum, lass mal da reingehen. Meteorit kommt, das Feuer in Watt niedergeprasselt. Wow. Ja, wahrscheinlich wieder im schwersten Dingen Feuer reingegangen, ne? Sehen, wie du angerollt kamst. Oh Gott, das war vielleicht nicht gut. Gott, diese Billy Piraten aus Flug der Karibik. Also im Kingdom Hearts. Wenn man die mit Magie angreift. Mecha, gelb. Ja, mit einem Raum fertig. Es gibt bestimmt irgendwie eine Trophäe, wenn ich alle Ohren kaputt haue. Bei den meisten. 90% irgendwie so was. Gut, regt mich ein bisschen auf, dass ich nicht alle Sachen freischalten kann, so garderobenmäßig. Aber was soll's. Ich bin echt in dem schwersten Ding. Da sind vier Thronen. Als erstes reingegangen. Ich glaube, in dem Spiegel konnte man sehen, welche von denen echt waren, ey. Ich von den Thronen, aber ja. Also als wir sehen vermasselt. Also bei denen kann ich noch mal neu versuchen. Dann finde ich nice. So. Was hat jetzt, ne?
einzig wahre Schatz. Einzig wahre Schatz Freundschaft. So, Mecca, gelb. Spiralen, pink. Habe ich jetzt ausgerüstet? Den blauen, elegant blau habe ich. Ich habe so Schlüsselschwerter liegen gesehen. Zeichen. Ist kaputt. Okay. Habe ich noch einen Spiegel? War ich überhaupt jetzt schon irgendwo nicht? Ja, das sieht sehr wichtig aus da. Deswegen. Hier sieht es auch schon wichtig aus. Und guck mal hier. Schon wieder was entdeckt hier. Ich einfach nur random hier durch die Gegend gesprungen bin. Ist aber bestimmt irgendwo was. Irgend so ein Teil. Aber lacht man ja nicht irgendwo. Was? Wer? Irgendeinen von diesen Dingern. So, tatsächlich was. Oh, das Ultima Weapon. Das wäre geil, wenn das Ding jetzt wäre, ne? War eine Mega Potion. Oh, keine Mega Potion. Ich bin doch allein hier. Mega Potion sind für mehrere. Das ist Aqua, die mit mir spricht. Da ist ja dieses Phantom jetzt von vorhin. Nehme ich an. Action ist real in diesem Game. Gut, ich will aber sagen, ich beende den Part hier. Halt, ich will versuchen, ob ich das jetzt noch mal hinkrieg. So, wir machen jetzt. War immer noch nicht so weit. Muss ich mit dem Ding rutschen, ey. Hm, wir werden noch schaffen, hallo. Ruhig. Ich glaube mir nicht. Immer noch nicht so weit, Alter. Ja gut, keine Ahnung. Mal gucken, wie ich das jetzt noch mache. Ich glaube, ich werde versuchen, das zu noch mal zu machen, um die Edelsteine zu bekommen und die Garderobe hier so freizuschalten. Aber wenn ich schon dabei bin, ne, dann mache ich das auch. Dann gibt mir einen Grund, das noch mal alles zu spielen. Oh. Ja, würde ich sagen, wenn ich die Aufgaben geschafft habe. Sehen wir uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und hoffe, hinterlasst ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Halt die Glocke. Ich versuche mich hier zu verabschieden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.